Komm! Komm! Hier! Komm! Haben wir überhaupt noch Treibsaft oder was? Erstmal die Soundmaschine an, das ist wichtig. Erstmal Krawall machen. Hier ist eigentlich filmfreie Zone, weil das ist die Werkstatt. Das ist immer ein sehr intimes Dasein eines jeden Betriebsleiters, weil das ist mir das, was am meisten nach Chaos aussieht. Ja, okay. Nee, ach was. Das war nur Spaß. Okay. Alles gut. Schöne Mische machen. Janis ist auch da. Ja, wir wollen, naja gut, aufgrund der Trockenheit ist es natürlich so, dass einige Weiden, wo der Boden leichter ist, da ist kein Gras mehr, ne? Und wir haben ein paar Kühe, die stehen tatsächlich an der Elbe, aber da ist so viel Sand unter in dem Bereich, wo die Wiese haben und da ist nichts mehr zu fressen und wir haben noch eine andere Wiese, die haben wir jetzt bis jetzt gemäht. Aber mähen lohnt sich nicht mehr, überhaupt nicht. Und da kommen die Kühe jetzt rauf, also müssen wir den Zaun einmal ein bisschen kontrollieren und nachgucken, damit die uns nicht durchs Gelände wandern. Na, so ein bisschen Krempel braucht man, ne? Das ist so rund, das Messer. Wenn man sich da ein bisschen Mühe mitgibt, dann ist das nachher ein bisschen leichter. Ne? Ich habe das Messer geschärft, damit ich das gleich ein bisschen einfacher habe, das Gras unterm Zaun, das Gras wegzumähen, weil mit einem stumpfen Messer quält man sich dann ab. So geht das halt mit einem schärferen Messer, geht das halt besser, mäht halt besser. Quält man sich halt nicht so. Das muss ich überlegen. Je mehr Bewuchs du im Zaun hast, umso mehr Ableitung hast du und du brauchst eine gewisse Grundspannung, damit eine Hütesicherheit gegeben ist. Ne, wenn das nur so ein bisschen kielert, dann lachen sich die Viecher da einfach drüber tot und sagen, da gehen wir über weg. So, und ich sag mal, die Zeit, die du jetzt investierst, um den Zaun vernünftig frei zu machen, die kriegst du wieder, weil du mal nicht hinter deinen Tieren hinterherlaufen musst oder sowas. Ne? Wenn der Zaun vernünftig ist und du kannst, ich sag mal, abends in Ruhe zu Bett gehen und musst nicht. Ich sag mal, wer hat denn da schon Lust zu, dass du sagst, ich sitze immer und warte darauf, dass irgendein anruft und sagt, deine Tiere laufen durchs Gelände. Das kannst du in der heutigen Zeit gar nicht mehr erlauben. Vor allem nicht, wenn wir so stadtnah wie wir hier sind. Ne? So, auf los. Geht los. Kommst du? Ja. Du kommst. Christian. Ein Pfahl und eine Ramme auf dem Fahrrad. Ja, ich machen wir gleich. Gut. Jo. Tschö. Aber da sind auch einige Ecken, so wie hier im Wald, da ist nicht viel. Ne? Das Schlimme ist draußen einmal auf der Wiese, da ist. Ja, da waren wir dieses Jahr noch nicht rum, ne? Das holt uns jetzt immer ein, wenn du es so spät machst, dann bist du immer wie so ein Weltmeister am Kämpfen. Aber es hilft nichts, es muss einmal frei. Und das Vorteil ist, wenn du mit dem Mäher rumgehst, dann hast du auch alles gesehen gleich, ob das in Ordnung ist. Der mutige Landarbeiter nimmt einmal die Hand und sagt, oh, da ist nichts drauf, ne? Ich bin immer feige. Ich mach das mal mit dem Gerät hier. Weil es ist natürlich so, wenn der Zaun jetzt so wie hier, wenn er da komplett eingewachsen ist, du hast nachher so viel Ableitung, du hast nachher keinen Dampf mehr drauf, ne? Und das ist so, die Kühe, wenn die in die Wiese kommen, die laufen einmal erstmal ihre Grenze ab. Und meistens ist es so, wenn sie denn irgendwo, dann kann das mal sein, dass sie wegkommen. Aber toi, 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 haben wir jetzt lange nicht gehabt. Also, aber wir sind aber auch immer hinterher gewesen, dass die Zäune vernünftig gemacht werden. Also. Na. We'll be right back.
Das ist richtige Arbeit. Das ist auch die unbeliebteste Arbeit hier. Wir haben das auch schon versucht, das maschinell zu machen. Dass du es von oben im Radlader machst. Wir hatten wir auch im Mähwerk mal was runterging. Das hat er uns bisher noch nicht so gut gefallen, weil das nicht so viel Gras unter rauskriegt. Ne? Das ist ein ewiger Kampf, das freizuhalten. Aber die andere Alternative ist dann zu sagen, man macht das mit Steckzäunen. Weil dann musst du jeden Frühjahr, jeden Herbst aufbauen, abbauen, auf. Und jetzt haben wir hier einen Festzaun. Und der Festzaun ist natürlich auch wesentlich hütisicherer wie so ein Steckzaun. Ne? So. Ich bin gelernter Kälteanlagenbauer. Ich habe vorher Kühlhäuser gebaut und Klimaanlagen und so repariert. Irgendwann hat Freddy mal gefragt, weil er jemanden im Sommer zum Strohabfahren brauchte, wo ich 16 war. Dann hat er gefragt, ob ich mal bei ihm ein bisschen Strom mit abfahren kann. Ja, und seitdem habe ich bei ihm rumgewurstelt. Und seit ca. 4 Jahren bin ich halt fest angestellt bei ihm. Heute Abend macht das auf der Waage gehen Spaß. Da sagst du, boah, ich habe richtig abgenommen. 20 Liter Wasser ausgespitzt hier, gefühlt. Andere Menschen bezahlen auch noch Geld für und gehen los und sagen, sie wollen so viel spitzen. Ich habe wenigstens noch was Besteck dabei. Also ich weiß das vom Berufskollegen, dass sie schon zufüttern müssen, weil nichts mehr da ist. Und wenn du jetzt natürlich schon die Wintervorräte anbrichst, bist natürlich reichlich früh. Ne? August soll normalerweise die Wiese noch lang. Hier kommen rauf 14 Kühe, die alle kalben müssen auf die Fläche. Wie gesagt, die andere Fläche, normal schaffen die Kühe das mit der Menge immer auf der Außenseitsfläche bis zum Herbst. Aber durch den trockenen Sommer ist das dies Jahr eben nicht möglich. Ist Jens schon los? Der fährt jetzt aber erst nach Kirchwerda und holt die Gitter, ne? Ja. Genau. Also er fährt jetzt eben nach Kirchwerda, holt die Stellgitter. Dann geht das los. Hier. Treibsaft. Komm her hier, komm! Komm her, komm! Oh, scheint so zu gehen. Komm her, komm! Komm! Na komm her hier, komm! Komm! Komm her hier, komm! So, wollen wir mal schauen, ne? Ob das funktioniert hier mit unserem Trick 17. Die ersten Adjutanten sind schon da. Komm her, komm! Komm her! Hier! Komm! So, dann machen wir gleich noch ein bisschen stabiler das Ganze. Hast du ihn ganz unten? Also entweder man kümmert sich ein ganzes Jahr nicht ums Vieh und lässt ihn in der Wiese laufen und kontrolliert ihn mit dem Fernglas vom Zaun und wundert sich, dass es im Herbst nicht klappt. Oder du gehst einfach rein und sagst, ich kümmere mich darum, dass der Kontakt da bleibt. Und dann geht das auch, wenn du mal was verladen musst oder es müssen mal welche übergossen werden gegen Fliegen oder was weiß ich. Deswegen sind die hinterher gelaufen. Ja, weil sie es kennen. So. Erste Partie. Na komm, hopp, schau mal. Hör zu. Hopp. Einsteigen. Hör zu. Hopp. Na komm. Komm, Süß. Ist nur ein Lütter Schritt für dich, aber ein großer Schritt für uns. So. Warte mal. Nee. Da ist so viel Platz, Leute. So viel. Komm, nun gehen wir da hinten. Hallo. Komm, geh mal zurück. Geh doch mal zurück. Komm, geh doch mal da hinten. Komm her, guck mal. So viel Platz ist da für dich. Komm.
So. Komm, schau mal ein. So. Geht doch. Passt. Das ist so, wenn die starken Kühe in der Tür stehen und gucken sie an, dann geht sie da nicht rein. Das heißt, sie hat wenig zu sagen in der Gruppe. Eine starke würde sich durchtreppen. Was machst du da denn? Also das ist natürlich hier Sand unter, obwohl wir hier direkt an der Elbe sind. Aber jetzt ist hier nichts mehr. Ne? Wir haben sie schon zugefüttert die letzte Woche. Und jetzt ziehen wir um. Die Hitze steigt, die Spannung auch, ne? Das Finale naht. Der Sommer ist bald rum. Wenn ihr sehen wollt, wie das Finale ausgeht, abonniert nochmal den YouTube-Kanal.